So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer Folge, zu einer RockTV-Spezialfolge. Warum RockTV-Spezial? Naja, heute ist Freitag und nicht Sonntag. Normalerweise RockTV, für die, die regelmäßig mit dabei sind, die wissen, RockTV findet immer am Sonntag statt. Heute machen wir aber was am Freitag. Warum? Der Anlass ist ganz was Besonderes. Und zwar stelle euch ich heute meine neuen Babys vor, die Rocksports Babys, die neuen, sprich das Ergebnis, ja, der letzten Wochen und Monate, das Ergebnis der, wie soll man es formulieren, der Entwicklungsabteilung der letzten Wochen. So, und gestern haben wir leider das eine oder andere technische Problem gehabt, aber heute sehe ich, da trudeln die einen oder anderen ein, der Dominik ist schon dabei, der Mario ist mit dabei, der zweite Mario ist mit dabei. Thomas ist mit dabei, herzlich willkommen. Das freut mich. Warum? Eigentlich hätte diese Vorstellung ja schon gestern stattfinden sollen. Hat aber leider technisch nicht funktioniert. Scheinbar hat es da bei Facebook Serverprobleme gegeben, was ich gelesen habe. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe dann dem Mark Zuckerberg eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, morgen muss das passen, sprich heute. Und es hat scheinbar funktioniert. Ja. So, hey ho, Frank ist mit dabei, Andreas mit dabei. Herzlich willkommen. Wie gesagt, der heutige Anlass ist ganz ein besonderer. Ich habe es in meinen Hallöchen, Andreas, Servus. Gertraud ist auch mit dabei. Ja, Gertraud, tut mir leid für alle, die mir gestern die Nachricht geschrieben haben. Es tut mir leid, dass ich euch ja, vertrösten habe müssen. Es war leider ein technisches Problem, das wir trotz verschiedenster Handys, WLANs und so weiter nicht in den Griff bekommen haben. Aber egal, heute passt's. Ja, Frank, genauso ist es. Jetzt geht's los. Bevor wir losstarten, ich habe ja ganz zu Beginn überlegt, ich habe es auch in meinem letzten Posting geschrieben, gerade jetzt mit der Corona-Zeit und ich hoffe, da geht es euch allen gut, gesundheitlich und auch sonst, da habe ich überlegt, soll ich in dieser Zeit meine neuen Produkte vorstellen oder nicht, hin und her überlegt, soll man in dieser Zeit das machen und ich habe dann gesagt, wenn man den Facebook, Feed durchscrollt am Abend, dann sind von 10 Nachrichten 9 negativ und darum habe ich gesagt, ich möchte dann zumindest meine Positivität im Sinne von meinen neuen Dingen, meinen Babys, wo wir doch einige Zeit lang gearbeitet haben, da mit reinbringen und deshalb habe ich mich dann entschieden, diese Live-Session zu machen. So, das vielleicht kurz vorneweg. Was will ich euch heute zeigen? So wie jedes Mal bei RockTV Spezial möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen und euch zeigen, was sich hinter meinen Produkten befindet, beziehungsweise wie die ganze Geschichte sich aufgebaut hat. Denn bei Rocksports ist mir eines ganz, ganz wichtig, und zwar das ist Transparenz. Ich möchte euch alle Infos geben. Das war damals beim Proteinpulver so, bei den Rockanossi, wenn es euch erinnert, wo ich euch die Leute mitgenommen habe. Und auch heute werden zwei Live-Gäste mit dabei sein. Wie wir das dann machen, das wird ganz speziell, das wird ein Versuch werden, das zeige ich euch dann später. Das heißt, ich möchte euch alle Infos geben, die hinter dem Produkt stehen, dass ihr genau wisst, was ihr da bekommt und vor allem warum. Da steht die Kiste mit den ganzen Proberiegeln drinnen, die ich schon zur Hälfte selber gefuttert habe. Warum ich hinter den Produkten stehe und warum ich es überhaupt gemacht habe, das ist mir ganz, ganz wichtig. So, die Natalie ist mit dabei, das freut mich. Der Jonas ist mit dabei. Christian, herzlich willkommen. Alle sehe ich leider nicht, aber vielen Dank, dass ihr schon einmal mit dabei seid. Und ich starte ganz am Anfang einmal los. Was ist der Hintergrund bei der Entwicklung von den Produkten? Ich habe damals mein Proteinpulver, kennt ihr kennt meine Fruchtschnitten, ihr kennt meine Schokolade und so weiter. Und all diese Produkte haben genau einen Punkt gemeinsam. Und zwar ist es Tester. Das sind im Prinzip die drei Kriterien, die bei jeder Produktentwicklung ganz, ganz wichtig sind. Und zwar, so, ich sehe gerade, der Josef ist auch mit dabei, freut mich, die Caro ist mit dabei, die Natalie, vielen herzlichen Dank fürs Feedback, freut mich extrem. Bei all diesen Produkten, die ich euch gezeigt habe, bei der Entwicklung sind immer genau drei Punkte relevant. Einerseits natürlich, wie bei Rocksports, all meine Produkte sind 100% Bio. Bei jedem Produkt habt ihr, da sieht man es, das EU-Bio-Logo drauf. Bedeutet, jeder Rohstoff, jede Zutat kommt aus kontrolliert biologischem Anbau und bedeutet, ja, dass im Prinzip mit Rücksicht auf Tier und Natur das Ganze ja, hergestellt wird. Das ist das eine, da will ich ausschließlich 100% Bio. Das zweite ist natürlich Geschmack. Das ganze Zeug soll natürlich auch schmecken, soll auch gut sein. Das Gute ist, wenn ich mit natürlichen Zutaten arbeite, die schmecken in der Regel. Und das dritte sind natürlich auch die Kosten.
Gerade im Bio-Bereich, Bio-Protein, das Bio-Vanille aus Madagaskar, ganz was Teures. Das heißt, diese drei Dinge, die muss man irgendwie in einen Kompromiss zusammenbringen. Ich kann die besten Zutaten verwenden, die teuersten, dann kann es sich aber keiner leisten. Ich kann den so super toll lecker geschmackstechnisch machen, da muss ich aber vielleicht irgendwie auf andere Kriterien verzichten. Und das ist genau der Grund, warum ich all diese Dinge unter einen Hut bringen muss. Und das ist mir auch bei diesen Produkten, die sich übrigens darunter befinden, gelungen. Der Timo schreibt, alles klar soweit, welche Produkte vertreibst du? Ja, Bio-Sportnahrung und ein paar neue Dinge, die ich dir gleich dann zeige. So, das heißt, das ist im Prinzip die Basis dahinter. Wie ist die Idee entstanden? Und jetzt führe ich euch schon nochmal ein bisschen in die Richtung, welche Produkte das sind. Und zwar, die einen oder anderen von euch kennen vielleicht schon meine handgemachten Fruchtschnitten. Das sind, ja, tatsächlich in Handarbeit hergestellte Fruchtschnitten, nicht zu Tode gebacken, sondern eben ja, eigentlich handverrührt und das ganze Ding dann zwischen zwei Weizenoblaten 100% Bio-Qualität zusammengepackt. So, und meine Überlegung war, und den zweiten Riegel, den Sie ja schon kennst, das ist der da, das ist der Mini-Rock, das ist mein Hardcore-Eiweißriegel, die Eiweißbombe sozusagen. So, und zwischen Mini-Rock und dieser Fruchtschnitte, ist irgendwo ein Gap. Da ist irgendwas dazwischen, wo ich sage, Fruchtschnitten sind hammermäßige Wanderriegel, aber nichtsdestotrotz ist viel Zucker und Fruchtzucker mit drinnen. Was gut ist, was eine gute Mischung in dem Fall ist, aber ich möchte noch irgendwas dazwischen haben. Ich möchte was mit einem Hammergeschmack haben, aber ich möchte was mit weniger Zucker haben. Das ist eine Idee, die ich schon seit vielen Wochen oder eigentlich schon seit 2,5 Jahren mit mir herumtrage. Das Problem ist aber, dass bei den Fruchtschnitten das produktionstechnisch ganz schwierig ist, das auf die nächste Ebene zu heben. Sowohl verpackungstechnisch als auch von der Arbeit her ist es so hoch aufwendig, dass wir irgendwie eine Zwischenlösung finden müssen. Und die hat sich vor einigen Monaten ergeben. Und wer das genau ist, die zwei Leute, die stelle ich euch dann gleich vor. 100% Bio und das dritte, was mir auch, oder das vierte, was mir auch wichtig war, ich wollte Produkte haben, die möglichst wieder im Sinne der Nachhaltigkeit so gut wie es geht auf ja, Verpackung verzichtet. Und da ist uns auch was gelungen, unter Anführungszeichen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber auch, ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist. Und genauso ist es dann heute. So, und das war im Prinzip, das waren die ganzen Ideen. Und ja, und jetzt will ich gar nicht mehr lange herumreden. Ich möchte euch jetzt meine Babys zeigen. Und es ist nämlich nicht nur eines, sondern es sind Summe 6 Stück. Das heißt, Sechslinge habe ich bekommen. War eigentlich gar keine schwere Geburt. Ich habe schon andere Produkte gehabt, die deutlich schwieriger zu entwickeln waren. Und zwei Gründe dafür, warum das so einfach war, die hole ich euch dann gleich. Das sind nämlich der Micha und die Tina. Und die zwei, was die da bei mir da mitgemacht haben und wie die mich da unterstützt haben, beziehungsweise wir gegenseitig, das zeige ich euch dann. Aber jetzt Vorhang frei. Und zwar gibt es Zuwachs in der Mini-Rock-Familie. So, jetzt muss ich da mal meinen Vorhang da am Boden räumen. Die Mini-Rock-Familie. Mini-Rock, wir kennen alle diesen Mini-Rock da oben. Das ist der Proteinriegel, den ich ja schon seit vielen Monaten jetzt habe, der extrem gut ankommt, den auch ich extrem lecker finde. Die meisten sagen immer, Chris, du hast so einen richtig staubigen Riegel. Der Mini-Rock ist staubig, aber er schmeckt extrem geil und er hat hammermäßige Nährwerte. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe ähnliche Riegel gemacht wie der Mini-Rock, aber mit einem Unterschied. Und zwar, aber jetzt starten wir einfach einmal oben. Mini-Rock, Riegel Nummer 1 ist genau der gleiche geblieben. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, ihr seht vielleicht, das Design ist anders. Und das ist was, was ich in einem separaten Video noch behandle, aber nur ganz kurz. Rocksports, das ist das Logo, das ihr kennt, das ist dieses da. Rocksports gibt es jetzt bald seit 10 Jahren. Und jetzt ist es für mich an der Zeit, das sagt irgendwie mein Herz, mein Gefühl, das Ganze mal aufs nächste Level zu heben. Und deshalb wird es bald ein neues Rocksports-Logo geben. Das heißt, das eine oder andere Rocksports-Produkt wird sukzessive auf das neue Design übersetzt. Genauso wie es hier ist. Altes Design, neues Design, da seht ihr auch das neue Logo. Aber am Ende des Tages bin ich junger Unternehmer und kann mir das nicht leisten, jetzt alle Produkte von einem Tag auf den anderen sofort aufs neue Design umzustellen. Kostet das Schweinegeld, das heißt, das wird Stück für Stück sein. Das heißt, wenn ihr diese Produkte seht, sind die genauso gut wie diese Produkte, nur halt in einer anderen Verpackung. So, das heißt, das erklärt einmal dieses neue Design. Und alle neuen Mini-Röcke, die gibt es, wie gesagt, im neuen Design. So, wie gesagt, Mini-Rock, das ist die Proteinbombe, die alle schon kennen. Jetzt kommt das nächste, auf das ich extrem stolz bin, und zwar viele, viele, viele Freunde der pflanzlichen und veganen Ernährung haben mich gefragt, Chris,
Der Minirock ist geil, aber wir wollen irgendwas haben, was ja, 100% pflanzlich ist, was 100% vegan ist. So, und für die unter euch, und vielleicht könnt ihr mir da Feedback geben, für die unter euch, die schon einmal vegane Riegel probiert haben, die eine saubere Zutatenliste haben, sprich ohne Aromen und so weiter, da muss man meistens sagen, dass diese Riegel kacke schmecken oder einfach nicht so schmecken, wie man sich es vielleicht erwartet. Und wir haben es gemeinsam geschafft, und die zwei Damen und Herren hole ich dann gleich, der Micha und die Tina. Wir haben es geschafft, oder eigentlich der Micha, der da herumexperimentiert hat, dass wir eine Proteinbombe 100% vegan hingezaubert haben. Und zwar basierend auf Erdnüssen, basierend auf meinem veganen Bioprotein, sprich all diese Riegel basieren auf meinem Mehrkomponenten-Eiweiß. Hier drauf ist zum Beispiel gekeimter brauner Reis als Proteinquelle, Hanfprotein, Spirulina, Gerstengras, das heißt die hochwertigsten Vertreter, die es im pflanzlichen Bereich gibt. Und das Geile ist, das Ding schmeckt lässig und hat die gleichen Nährwerte in etwa wie der Minirock. Das heißt, ein Haufen Eiweiß, gute, moderate Zucker- und Fettwerte. Richtig, richtig cool. So, die Natalie schreibt 10 Jahre. Ja, so ist es. Noch nicht ganz, aber bald ist es soweit. Sehr geil, schreibt der Mario. Ja, ich bin extrem stolz drauf und freue mich. Wie gesagt, da drüben steht die Kiste mit den ganzen Proberiegeln. Da habe ich schon einige gefunden, gefuttert. So, das heißt, da haben wir oben einmal zwei Proteinbomben. Für die, die sagen, ich will mich 100% pflanzlich ernähren, für die reinen Veganer unter Anführungszeichen, oder für die, die sagen, ich möchte, bin zwar kein Veganer, aber ich möchte eine coole Ergänzung haben, für die ist das gedacht. Und das oben da, wie gesagt, der ganz normale Minirock, den es eh schon seit einigen Monaten gibt. Mario schreibt, das ist ja eine ganze Rockkollektion, genau. Viele, viele Miniröcke. Und wer bitte mag keine Miniröcke? So, und jetzt gehen wir weiter. Das sind, wie gesagt, diese Proteinbomben. Normal und pflanzlich. Und jetzt habe ich dann noch eine Mischung, die ich vorhin angesprochen habe, und das wird jetzt richtig fein. Und mein Ziel ist es, dass ich euch, wenn ich euch die Zutaten beschreibe, dass euch da alles zusammenrennt. Mir tut das auf alle Fälle schon, weil ich immer da auf diese Kiste schaue, wo die ganzen feinen Riegel drinnen liegen. Natalie schreibt, ist da Zucker drinnen? Nein, das ist eben auch das, was ich im Vergleich zu den Fruchtschnitten, wo wir sehr wohl Zucker beispielsweise in Form von Honig verwenden, was wir bei den Minirocks verwenden, ist jetzt kein klassischer Honig oder Haushaltszucker, sondern wir verwenden hier als Basis einerseits das Protein und das zweite ist Reissirup. Das heißt, kein klassischer Haushaltszucker. Reissirup ist im Prinzip nichts anderes wie ein Reis, den man kocht, fermentiert, und durch diese Fermentation entsteht im Prinzip diese Süße. Das heißt, ist kein klassischer Haushaltszucker, sondern eben Reissirup. So, und da gibt es eben vier Geschmacksrichtungen, die sich eben, die nicht so hardcore proteinmäßig sind, aber die auch nicht so zuckermäßig sind, wie es meine Fruchtschnitten sind. Wie gesagt, ist nicht schlecht, aber ist einfach, wenn ich beispielsweise in einer Diät bin, ist das jetzt nicht der typische Riegel. Der ist richtig fein fürs Wandern, wenn man starke Belastungen hat, für den Austauschsport und so weiter. Wenn ich aber sage, ich möchte geschmackstechnisch ein bisschen was anderes haben, dann sind wir genau da auf der Seite, auf dieser Seite. Und wie gesagt, da ist überall die Basis mein Mehrkomponenten-Eiweiß. Das heißt, ich verwende da nicht irgendein billiges und Anführungszeichen Einkomponentenprotein, sondern das sind überall drei Komponentenproteine. Und das ist richtig fein. Fangen wir mal an. Riegel Nummer 1, Bärenprotein. Ist das die Basis? Bärenprotein. Und der Riegel heißt Bärenprotein trifft Kokos Goji. Kokos Goji, das heißt, wir haben Kokosflocken drin, wir haben Mandeln drinnen, wir haben Cranberries drinnen und wir haben gepoppten Quinoa drinnen. Das heißt, für das richtig knackige Beißgefühl schmeckt hammermäßig, wirklich. Das zweite ist, das ist, glaube ich, mein aktueller Favorit neben dem Minirock, und zwar Schokoprotein trifft feine Himbeeren. Was haben wir da drinnen? Da haben wir drinnen Schokocornflakes, also richtige geile Vollkorn-Schokocornflakes. Nicht mit süßer Schoko, sondern mit herber Schoki sozusagen. Dann haben wir mit drinnen Mandeln, wir haben Amaranth mit drinnen und wir haben Himbeeren drinnen. Das heißt auch einfach eine ganz einzigartige Mischung. Und wenn man da drauf beißt, das ist einfach richtig geil. Und ich möchte dann eh, wenn ich den Micha da mit reinhole, dem noch einmal vielen Dank sagen. Und ja, weil das einfach geschmacklicher Hammer ist. So, jetzt kommen da schon die ersten Fragen bzw. Gedanken. Eine Mini-Rock-Explosion, schreibt der Frank, genau so ist es. Die Ingrid schreibt, oh wow, lecker, lecker, schreibt die Andrea, ja, so ist es, die schmecken tatsächlich so. Die Heidi schreibt, wir alle haben
wollt sowieso wieder mal was bestellen, sehr cool. Aktuell gibt es eine versandkostenfreie Aktion, das heißt, ihr könnt euch ab sofort die Miniröcke sichern. Es gibt die 10er-Pakete und die 10er-Pakete kann man ja, zu einem Spezialpreis sozusagen sich sichern. Die Turka schreibt, warum wird kein reiner Dattelzucker genutzt zum Süßen? Das ist eine Frage, die ich nachher dann mitnehme ins Interview, dann können wir das gerne stellen. Gibt natürlich verschiedene Ersatzprodukte unter Anführungszeichen, die ich statt klassischen Honig oder Haushaltszucker verwenden kann. Dattelzucker ist eine Möglichkeit oder Dattelsirup. Reissirup, wie gesagt, eine andere Möglichkeit. Aber das klären wir dann gleich später. Danke für die Frage. So, was haben wir da noch? Dann haben wir Bärenprotein trifft feinen Apfel. Das heißt, auch für die Obstliebhaber ist da was mit dabei. Obst haben wir ja auch bei den, zum Beispiel bei der Apfel-Nuss-Fruchtschnitte mit drinnen. Deshalb auch wollte ich ihn da mit dabei haben. Was haben wir da drinnen? Da haben wir Haferflocken, da haben wir Cashewkerne, wir haben Haselnüsse mit drin, wir haben Apfelstücke mit drin, wir haben Quinoa mit drinnen. Das heißt, auch da wieder so ein richtig geiler. Man muss einfach reinbeißen. Wer die Fruchtschnitten kennt, der weiß, das ist auch cool. Schmeckt einfach ganz speziell, ein bisschen nach Brei unter Anführungszeichen. Und da hat man so ein richtig, ja, das ist einfach noch einmal ein anderes Geschmackserlebnis. Wenn ihr es probiert, werdet ihr wissen, was ich meine. Und der letzte, Bärenprotein trifft Cranberry Cornflakes. Wie der Name schon sagt, Vollkorn-Cornflakes sind da mit drinnen. Man sieht es da auch auf dem Bild drauf. Es sind Cranberries drinnen, es sind Haselnüsse drinnen, es ist Sesam mit drinnen. Das heißt, ganz spezielle oder ganz unkonventionelle Rohstoffe unter Anführungszeichen, die einfach zu einer geilen Kombination führen. Und in all diesen ist ausreichend Eiweiß drinnen, damit man eben nicht nur unter Anführungszeichen Zucker zuführt, sondern auch eine ausreichende Portion Eiweiß in Kombination mit einem geilen Geschmack. Und das ist einfach der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, Fruchtschnitten sind cool, der Mini-Rock ist auch spitze, aber irgendwas dazwischen braucht man, irgendwas mehr Geschmäcker, mehr, ja, und das ist mir einfach da gelungen und dass wir einfach auch was für unsere veganen Kollegen haben, die sagen, das schmeckt sogar richtig, richtig geil. Gut, das war mal dazu. Und jetzt ist es mir ganz wichtig, darum habe ich da hergeschrieben, Interview. Und zwar machen wir jetzt ganz was Unkonventionelles. Aktuell haben wir ja gerade diese Corona-Geschichte, wo ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und die Sache ist natürlich die, wir gehen mit gutem Beispiel voran und treffen uns da nicht persönlich und machen dann persönlich ein Interview, sondern wir probieren jetzt was, wo ich hoffe, dass ihr das versteht. Und zwar habe ich da so ein Gerät, das ist ein Handy. Und mit diesem Handy werde ich jetzt einfach zwei Leute anrufen. Zwei Leute, das eine ist die Tina, das zweite ist der Micha. Die beiden sind die Chefs, die Eigentümer Riegelfabrik von True Love. Vielleicht kennt ihr die. Die waren jetzt am Dienstag bei 2 Minuten 2 Millionen. Die produzieren richtig, richtig feine Riegel. Wenn ihr auf der Rocksports Webseite vorbeischaut, dann habt ihr auch die Links dabei bei jedem Riegel. Könnt ihr da draufklicken und direkt bei denen im Shop vorbeischauen. Die haben richtig, richtig feine Sachen. Alles 100% Bio, alles handgemacht. Genauso wie es die Riegel sind. Und mit Micha gemeinsam habe ich diese Riegel dann entwickelt. Und jetzt möchte ich gerne mit euch gemeinsam, und danke auch Turka für deine Frage, dem Micha noch ein paar Fragen stellen, weil es mir ganz wichtig ist, dass ihr auch wisst, wer der dahinter steht. Das sind nicht irgendwelche Produkte, die aus einer Maschine rausfallen, das ist auf Haus aus nicht schlecht, aber was da wichtig ist, da ist Entwicklungsarbeit reingeflossen und da sind einfach Menschen dahinter, die das zu 100% leben. Und wenn ihr euch vielleicht an dieses, an die Roccanossi Live-Sendung erinnern könnt, mit David und Kevin, das sind Leute dahinter, die eine riesen Emotion haben, die riesig Leidenschaft zeigen. Ja, und jetzt rede ich nicht mehr lang blöd herum, sondern ich rufe einfach einmal in Micha an, und zwar einfach über WhatsApp und schauen wir mal, was da passiert. Und ihr gebt mir bitte Feedback, ob man das im Live-Video hören kann. Das wäre ganz cool. Oh, hallihallo. So, jetzt machen wir gleich mal einen Test. Könnt ihr mal Test 1, 2, 3 schreien, ob man das da dann bei den Leuten hört da drinnen. Da bitte reinschreien. Test 1, 2, 3, ja. Und ich würde euch einfach einmal bitten, dass man Feedback gibt, ob man die zwei da, schauen wir mal. Ich muss leider, die Kameraführung ist nicht ganz so ideal, aber ihr müsst das Ganze bitte mit Spaß sehen. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze hören, gebt mir da vielleicht einen kurzen Daumen, wenn das passt. Und ich muss euch nämlich ein bisschen zu mir halten, weil da habe ich mein Mikrofon, dass wir uns auch gegenseitig hören. Aber danke für eure Bereitschaft, für eure Leidensbereitschaft, dass ihr da mitmacht.
So. Und zwar, jetzt stelle ich euch die zwei da noch vor. Die hübsche Dame da auf der rechten Seite, das ist die Tina, die Chefin. Und der Herr auf der linken Seite, das ist der Micha. Und die zwei sind die Chefs. Wie gesagt, die sind bei 2 Minuten 2 Millionen am Dienstag in der nicht in der Werbesendung, in der Fernsehsendung gewesen. Und ich habe schon kurz erwähnt, dass auf der Minirock-Seite bei mir im Webshop ihr alle verlinkt seid. Das heißt, direkt zu euch zum Webshop kommen. Das heißt, da könnt ihr euch dann informieren. Aber jetzt einmal würde ich gerne Micha, dir, weil wir beide waren ja gemeinsam dabei, die Minirocks zu entwickeln, dir einfach einmal ein paar Fragen stellen. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen. Ich habe euch jetzt ein bisschen vorgestellt, aber dass du mal kurz sagst, was ist True Love? Warum sind diese Riegel, auch diese Riegel, dass ihr sie da kurz seht, die ich da auf der Wand habe, warum sind die anders als normale? Ich sage, es gibt ja 100.000 verschiedene Riegel am Markt, aber warum sind genau eure, vor allem in der Herstellung und so weiter, was Spezielles? Kannst du das kurz und knackig formulieren? Und ich muss dich da ein bisschen zum Mikrofon halten, ne? Ja, bitte. Genau. Was uns so auszeichnet, was uns Riegel so einzigartig macht, ist einfach, dass wir durch diese indische Produktion arbeiten können. Es muss durch keine Maschine laufen, da kommen keine Antihaftmittel dazu, es wird nicht zu Tode gebacken oder zu Tode gepresst. Dadurch hat man ein ganz anderes Kauerlebnis mit unserem Produkt. Das ist das eine. Und vom Geschmack her ist es so, dass wir durch die Verwendung von Reissirup ein Bindemittel verwenden, das einfach den Geschmack der einzelnen Zutaten so toll erhalten lässt. Und der ganz mild nur ist in das Süße. Und dadurch schmeckt man wirklich das, was drinnen ist. Und das ist in der Kombination dann mit deinem Protein einfach so hervorragend, weil diese Geschmäcker so schön durchkommen. Da legt sich kein karamellisierter Süßstoff drüber, man schmeckt die Früchte, man schmeckt die Nüsse. Das ist so ein ganz markanter Unterschied. Da darf ich vielleicht gleich mit einer Zwischenfrage. Die Turka hat da gestellt, warum oder was ist der Unterschied zu einem Dattelzucker beispielsweise, wenn man jetzt statt einem Reissirup einen Dattelzucker verwendet? Oder anders formuliert, das ist die Frage Nummer 1, warum genau Reissirup? Was ist da aus eurer Sicht der Vorteil? Und Frage Nummer 2, warum seid ihr, weil bei all euren, bei True Love und bei der Riegelfabrik, seid ihr ja von klassischem Zucker und Anführungszeichen Haushaltszucker und Honig weggegangen? Also die zwei Fragen wären spannend. Also wir verwenden in Reissirup aus dem Grund, weil er fruktosefrei ist. Also wir haben auch fruktosefreie Riegel in unserem Sortiment, was für uns ganz wichtig ist, dass wir wirklich auch die Alternative für jeden anbieten können, weil es gibt schon ganz viele Riegel am Markt, sage ich jetzt einmal. Allerdings fruktosefreie Riegel gibt es eigentlich fast nicht, sage ich jetzt Das einmal. heißt, für Das ist der fruktoseintolerante erste Punkt. Menschen gut geeignet dann. Ne? Ja, genau. Der nächste Punkt ist, dass auch sehr viele Diabetiker Riegel mit Reissirup essen können. Das ist der zweite Punkt, warum für uns der Reissirup an oberster Stelle gestanden ist. Und der letzte Punkt ist auch ganz einfach erklärt, der Reissirup hat ganz wenig Eigengeschmack und ist ganz wenig süß. Und durch das bleibt einfach der Geschmack von den einzelnen Zutaten so perfekt erhalten, und dass das für uns einfach die oberste Wahl war. Also für uns ist auch nichts anderes in Frage gekommen eigentlich. Und es ist ja im Prinzip bei all euren Riegeln ist es ja so, dass ihr überall den Reissirup als Basis habt, wenn ich das richtig jetzt im Überblick habe, oder? Jetzt habe ich eine Frage an den Micha, den Produktionsspezialisten. Ich kann mich erinnern, vor einigen Monaten, wie wir gesagt haben, ja, ich hätte da gerne ein paar Riegeln, können wir das probieren? Und wir haben ja schon ein bisschen was getestet. Und da sind wir ja geschmacklich, gerade beim veganen Proteinriegel, doch einige Male gescheitert. Was hat jetzt, oder wie gehst du da in der Entwicklung vor, dass man den veganen Riegel, dass der jetzt trotzdem richtig, richtig geil schmeckt? Trotz dieser pflanzlichen Zutaten, die ja oftmals nicht so ideal sind. Ja, wir sind ein ganz kleines Startup. Wir haben jetzt keine 100 Personen in einer Produktentwicklung, ist Noch vielleicht ein bisschen nicht, zu viel, ja. aber wir verlassen uns auf unsere Geschmäcker, auf unser Feingefühl. Das ist, dass ich täglich das Produkt in Händen habe, mit den Rohstoffen arbeite, weiß ich ganz genau, wie sie die Geschmackskombinationen dann behalten. Und ja, da sitze ich mit so meinem Berechnungstool und probiere verschiedene Sachen aus und dann hat man so die Idee, noch was Knackiges rein, noch ein bisschen was Erdiges rein. Und mit der Erfahrung, die wir jetzt da schon haben, seit knapp 3 Jahren, haben wir da das umsetzen können, glaube ich, ganz gut.
Glaube ich auch ganz gut. Was mir noch wichtig ist, mir ist immer wichtig, dass die Leute sehen, man echt zwei sehen Sie jetzt, wer da dahinter steht, aber was ist die Gründungsgeschichte, die bei euch war, vielleicht kurz und knackig noch einmal, und warum es ihr genau 100% Bio-Zutaten verwendet, weil wie gesagt, es gibt 100.000 Riegel am Markt, die eben nicht Bio sind. Warum habt ihr gesagt, wenn Bio oder wenn Riegel, dann 100% Bio? Das ist mir noch ganz, ganz wichtig. Und tut mir leid, ich Ja, muss euch da immer ein bisschen weghalten, damit die Leute da ein bisschen kein zu euch Problem. sind, gell? Also der Grund, wieso es uns gibt, ist ganz einfach wegen unserer Kinder. Also wir sind ganz strenge Eltern, mit was Zucker und Palmöl betrifft. Und da wird es für die Kinder irgendwann schwierig, das Einkaufen. Und so ist es das entstanden, dass man dann irgendwann der Kleine gesagt hat, hey, machen wir doch was selber, was wir wirklich essen und mitnehmen können. Und so haben wir für uns daheim ganz privat angefangen, Gemüseriegel zu machen. Und das hat dann so ein Jahr gedauert, bis der wirklich allen schmeckt, an die Kinder und so hat sich das dann entwickelt und wir haben das ganz nebenbei und unscheinbar angefangen, haben dann aber gemerkt, dass genau diese Produkte mit ganz hochwertigen Bio-Zutaten und tollem Geschmack wirklich gesucht werden am Markt und dass ganz viele Leute nach Alternativen suchen zu diesen industriell gefertigten Massenprodukten, was auch wirklich lecker schmecken. Und so haben wir uns Schritt für Schritt dann umgeswitcht in die Selbstständigkeit und haben die Riegelfabrik gestartet und mit unserer Marketing-Schule auch da Riegel positioniert, die einfach anders sind und anders schmecken. Und so hat es ja dann unsere Zusammenarbeit ergeben und jetzt tolle Sache mit den neuen Produkten, die einfach wirklich hammermäßig gut schmecken. Ja, das Coole war, der Micha und die Tina, die haben ja mit mir gemeinsam den Mini-Rock als allererstes gemacht und dann sind eben die Ideen zu den neuen Riegeln gekommen. Jetzt muss ich da nochmal auf meine Zauberliste schauen, ob ich da noch irgendwas vergessen habe. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis. Wie kann man sich das als Laie und Anführungszeichen vorstellen, dass man, wie man solche Riegel herstellt? Kannst du das einfach, ohne jetzt Produktionsgeheimnisse auszuplaudern, aber wie man das in etwa macht, dass man ungefähr ein Gefühl bekommt, weil da habe ich ja hergeschrieben, 100% Handarbeit, was das bedeutet, dass man sich da auch was vorstellen kann. Das kann man sich genauso vorstellen, wie man selber in der Küche backt, sag ich jetzt einmal. Hier nimmt man eine Schüssel, wiegen die ganzen Zutaten rein, mischen die dann durch, geben den Reissirup dazu und pressen die Riegel dann. Also da ist wirklich überhaupt nichts Maschinelles dahinter und eigentlich ein relativ einfacher Prozess. So funktioniert das. Also das ist 100% wirklich reine Handarbeit, und freut uns eigentlich immer auf Rand, sage ich jetzt einmal. Ja, natürlich ein bisschen optimiert gegenüber der Haushaltsküche. Ich selber komme aus der Technik, wenn man da was überlegt, dass das einfach flott läuft und dass man da sagt, fast 2000 Riegel am Tag schaffe ich da alleine. 2000. Das ist wirklich insane. Aber das heißt, Micha, du hast wohlgeformte Oberarme, oder Tina? Was sagst du? Ja und nein. Also im Vergleich zu dir nicht, weil die Zeit mir fürs Fitnessstudio, glaube ich, fehlt. Aber du hast ja Aber jetzt das war wirklich eine Eiweißriegel bekannte und Botschaft. du hast ein gutes Training jetzt, ne? Genau. Hm? Ein guter Ausgleich fürs Büro. Ja, und habt ihr mal vor, über kurz oder lang das Ganze maschinell zu machen oder bleibt es vorerst Handarbeit? Das ist einfach ganz wichtig für mich. Ich sage immer so, es ist ein Unterschied, ob Menschen oder Maschinen ein Produkt herstellen. Es ist Na. ein Unterschied, ich rieche die Zutaten, man es ausgibt und verarbeitet das Produkt mit meinen Händen. Und ich glaube schon, dass eine Qualität sich maßgeblich davon unterscheidet, ob es jetzt eine Maschine macht oder ein Mensch. Und das ist eigentlich für uns ganz, ganz wichtig. Und das wollen wir auch nicht ändern und auch nicht niemals aufgeben. Also die Handarbeit, die zeichnet uns aus und die bleibt da immer. Auch sollten wir wachsen und größer werden, dann haben wir das so berücksichtigt, dass das System, wie wir es jetzt haben, einfach skalierbar ist. Das heißt, mit zwei, drei Mitarbeitern kann man die Stückzahlen ver-x-fachen. Das heißt, das wird immer unser Kernthema bleiben, weil dadurch können wir sie wirklich unterscheiden und diesen Unterschied, den schmeckt man einfach, wenn man die Produkte. Finde ich extrem cool, vor allem, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir jetzt, ich weiß gar nicht, wann wir den ersten Minirock gemacht haben, ist das schon ein Jahr oder anderthalb Jahre in etwa, oder? Kann das sein? Ja, mindestens, ja. Und warum wir, glaube ich, Ja. noch immer irgendwo zusammenarbeiten, weil wir erstens beide oder alle drei sozusagen beide Firmen, Mickey Mouse Firmen sind und trotzdem irgendwo an diesen Werten beibehalten. Und das ist mir ganz wichtig und danke, dass ihr das nochmal so unterstrichen habt.
Vielleicht eine abschließende Frage. Wo kann man euch finden? Ich habe zwei schon bei jeder Seite, wenn ihr im Rocksports Online-Shop vorbeischaut, habt ihr ein eigenes großes True Love Logo drauf. Da steht auch zwei, drei Sätze zu Tina und Micha. Da könnt ihr draufklicken, dann kommt es direkt auf ihre Webseite. Wo findet man euch da genau? True-Love.at, glaube ich, oder? Genau, www.true-love.at, das ist unsere Website. Da findet man alles über uns, über die Geschichte, über die Produkte. Ja. Wenn man gerade frisch überarbeitet, für 2 Minuten, 2 Millionen. Die ist ganz am neuesten Stand. Genau, und wer mal, Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen noch, wer den Grund für die Gründung von der Riegelfabrik sehen will, die zwei Kids, die sind nämlich auch bei der Sendung mit dabei gewesen, die kann man sich direkt, glaube ich, auf ATV anschauen, oder? Im Livestream. Ja, ich glaube auf Puls 4. Puls 4, Verzeihung. Ja. Wir sind ja gleich der erste Beitrag. Sehr cool. Das heißt, wenn ihr genau wissen wollt, wer da dahinter steckt, dann schaut euch das unbedingt an. Und ich bedanke mich, dass wir über diesen komischen Weg, den wir da gerade machen, ich hoffe, ihr versteht da ein bisschen was, dass ihr die Geduld aufweist, dass wir das gemeinsam machen. Danke nochmal, dass wir da 6 Sechslinge geschenkt habt, die neuen Babys. Und ich freue mich auf eine zukünftige Zusammenarbeit und danke nochmal für eure Zeit. Danke. Schönen Abend. Ciao, ciao. So, ich hoffe, da hat man ein bisschen was verstanden. Tut mir leid, dass wir das über jetzt ein paar Ecken haben machen müssen. Aber Corona will es nicht, beziehungsweise wollen wir natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und da jetzt nicht herumfahren. Ja, das war im Prinzip die Infos. Ihr seht, da sind zwei richtig, richtig sympathische Menschen dahinter. Und das ist, glaube ich, bei jedem einzelnen Rocksports-Produkt so, bei den Fruchtschnitten, beim Protein, bis hin zur Schokolade. Ich habe überall Menschen dabei und das ist mir so unglaublich wichtig. Und da blüht auch das kleine Rockherz ein bisschen auf, dass ich weiß, wo das Zeug herkommt und dass ich weiß, wer da dahinter steckt. Und so wie es die Tina gesagt hat, da blüht das Herz auch auf, wenn sie sagt, sie rührt die Zutaten nur selbst um, sie kann daran riechen, sie weiß, ob das gut ist oder nicht. Und maschinelle Produktion ist nicht von Haus aus schlecht, aber wenn das Ganze in Handarbeit hergestellt ist, ist es einfach noch einmal ganz was anderes. Und gerade in Zeiten wie diesen, support your local. Schauen wir, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr da nur wegen mir jetzt den Online-Shop geben müsst. Aber das sind einfach Möglichkeiten. Ich möchte euch nur zeigen, das sind alles regionale Strukturen. Und mit jedem Kauf können wir genau das unterstützen. Und wenn euch die Dinger schmecken, wovon ich ausgehe, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Und ja, in diesem Sinne, was habe ich jetzt noch zum Sagen? Es gibt 6 neue Babys und es gibt für euch noch die Möglichkeit, für alle, die heute bestellen. Es gibt ja bis Sonntag noch die versandkostenfreie Lieferung. Und für alle, die bestellen und das Codewort Bunny, also wie Hase, der englische Hase, in die Bestellung unten in das Notizfeld mit reinschreiben, die kriegen kostenlos den stärksten Eiweiß-Schokolade-Osterhase der Welt. Warum ist das der stärkste? Der ist genau aus der Schoko, aus der Protein-Schoko von uns gemacht. Knapp 25% reines Eiweiß und das bei nur 1,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das heißt für Diabetiker geeignet, Bean to Bar, von der Kakaobohne bis zur fertigen Schoki, alles selbst gemacht. Und aus dieser Schoki wird dieser Hase. Und jeden von euch, der da bestellt und dieses Codewort mit dazu schreibt, der kriegt ein kleines Geschenk von mir. Und ohnehin, die Versandkosten sind ja bis Sonntag ohnehin, ja, null. Das heißt, ihr könnt da in Ruhe euch durchprobieren. Es gibt auch diese 10er-Sets, wo ihr euch gleich 10 auf einmal kaufen könnt und das einfach einmal durchprobieren. Und jetzt wäre mal die Frage an euch retour. Gibt es irgendwelche Punkte, die ich da nicht erklärt habe und irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das wäre noch spannend zu wissen. Turka, ich hoffe, dass auch deine Frage beantwortet ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das bitte unten rein. Und ich habe abschließend noch Folgendes. Wofür kann man jetzt die Riegel einsetzen? Die Riegel kann man für mehrere Sachen einsetzen. Einerseits so wie auch die Fruchtschnitten als Wanderriegel unter Anführungszeichen. Bei mir sind immer ein paar Fruchtschnitten, ein paar Mini-Rocks im Auto. Wenn ich viel auf Achse bin, dass ich einfach für zwischendurch einen Snack habe. Da sind die Fruchtschnitten perfekt. Die Riegel aus meiner Sicht noch eine Spur besser. Warum? Weil einfach der Zuckergehalt noch ein bisschen geringer ist. Und gerade für das Arbeitsleben sind einfach, dass der Zuckergehalt nicht so hoch ist, sprich die Blutzuckerspitzen nicht allzu hoch sind, sind einfach
die Miniröcke da nochmal eine Spur besser geeignet. Und die Fruchtschnitten sind dann für die, die sagen, wenn ich wirklich längere Zeit lang wandern gehe etc., dann brauche ich ohnehin die Energie. Ja, und was ich auch habe, diese Dinge verwende ich immer gern. Ich habe es jetzt schon länger da bei mir, wie gesagt, in der Kiste für die Entwicklung. Ich verwende sie immer gern, wenn ich vor meinem Training beispielsweise, wenn ich wieder Powerlifting-Einheit mache und ja, ein bisschen zu wenig gegessen habe, weil ich eben viel unterwegs bin, dann nehme ich das, um den kleinen Hunger zu stillen. Und wenn man dann einfach das coole Geschmackserlebnis hat, entweder mit dem gepoppten Quinoa, mit den Kokosflocken drin, mit den Schokocornflakes, das ist einfach richtig, richtig geil und sorgt einfach dafür, dass man mal für eine Stunde wieder halbwegs gesättigt ist. So, das war es im Prinzip von meiner Seite. Das heißt, die Rocksports-Familie hat Nachwuchs bekommen. Ihr findet das alle im Rocksports-Webshop unter Shop und dann gibt es einen Menüpunkt, der heißt Mini-Rock-Riegel und da findet ihr dann alle diese Riegel darunter und könnt euch dann in Ruhe noch die Nährwerte anschauen. Ihr könnt euch die Zutatenliste anschauen und ihr werdet nirgends irgendwelche künstlichen Zuckerzusätze, irgendwelche Aromen oder sonstiges finden, sondern da ist das, was draufsteht, auch zu 100% drinnen. Alles in Bioqualität, alles in Handarbeit hergestellt von Micha und von der Tina, die ihr da vorhin gerade hoffentlich auf dem Handy gesehen habt. Ja, das heißt, viel Liebe drin. Und viel Geschmack und Nährwert drinnen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch. Sorry noch einmal, dass ich euch von gestern auf heute ein bisschen ja, warten habe lassen. Aber heute hat scheinbar alles funktioniert. Und ich bedanke mich. Wenn noch Fragen sind, einfach unten reinschreiben. Ich bin jetzt ohnehin noch mit dabei. Habe gesehen, da sind schon einige Nachrichten eingetrudelt, die ich mir jetzt noch anschaue. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ja, und in diesem Sinne gönnt euch einen feinen Mini-Rock, egal welcher es ist. Und zwar, ich habe da jetzt Cranberries Cornflakes. In diesem Sinne, schönen Abend und herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao.